Alle Macht der Fantasie über die Vernunft ist eine Art Wahnsinn. Eine ganze Zeit lang hatte Shin überlegt, ob er sich ein Hotelzimmer nehmen sollte. Und Raoul beschloss natürlich, ihn nicht von der Seite zu weichen. Allerdings war es dann Kirian, der die beiden wieder ins Schloss holte und ihnen erklärte, dass sie über gewisse Probleme reden mussten. Keiner der beiden ahnte genau, was da los war und warum man sie mit einem Mal reinholte. Denn eigentlich hatte Shin noch immer das Gefühl, als wäre das die dümmste Idee seines Lebens. Auf der anderen Seite konnte er ja nicht anders, denn er wollte seine Freunde nicht allein lassen. Und Raoul sah ihn schmunzelnd an, nahm sich dabei aber auch fest vor, immer auf ihn aufzupassen. Man konnte so einen kleinen Knirps nicht alleine lassen. Im Zimmer von Yuki setzten sich die beiden dann aufs Bett und er sah sich um. Es fehlten noch immer ein paar. Und dann war da auch noch der Junge, den keiner so richtig kannte. Nervös fuhr sich dieser immer wieder durch die Haare und knabberte an seiner Unterlippe herum, die schon total kaputt war. »Wir müssen noch ein bisschen warten, weil ja immer noch einige fehlen«, flüsterte Yuki leise und seufzte schwer. Sie hatte dem Jungen erst einmal was zu trinken geholt und sie hoffte, dass sie ihn irgendwie beruhigen konnte. Aber auch Shin fühlte sich nicht sonderlich wohl und er sah immer wieder zur Tür und hoffte, dass keiner der anderen Prinzen ins Zimmer kam. Man spürte deutlich, wie aufgekratzt er war. Und lange stillsitzen konnte Shin auch nicht. Schon sprang er wieder auf und lief durchs Zimmer, was von Raoul relativ schnell unterbunden wurde. Er schnappte sich den jungen Mann und zerrte ihn einfach aus seinem Schoß, wo er ihn sanft ansah. »Nun beruhig dich. Hier kommt keiner rein und niemand wird dich finden«, flüsterte er leise und streichelte beruhigend über seinen Rücken. Shin nickte schüchtern und er war von sich selbst total überrascht, als er wie von alleine wieder ruhiger wurde. Und dann griff er nach der kleinen Alice, die neugierig aus der Jackentasche von Raoul sah. Sanft nahm er das kleine Kätzchen auf den Arm, das dann nach ihm kratzte. Im ersten Moment zuckte Shin zusammen, aber dann wurde er ruhiger und kraulte das niedliche Tierchen hinter den Ohren. Eigentlich waren Katzen jedoch ganz schön, und auch wenn er bisher immer dagegen war, solche Tiere aufzuziehen, jetzt war er glücklich damit. Raoul beobachtete ihn sanft und streichelte geistesabwesend durch die Haare von Shin. Dieser blinzelte und sah ihn schüchtern an. Irgendwie war es komisch, von einem jungen Mann einfach auf den Schoß gezogen zu werden, und sofort spürte er, wie sein Herz schneller schlug. Erst jetzt wurde er sich so richtig dessen bewusst, wo er sich befand, und sofort war er abgelenkt von der Situation, in der er gerade steckte. Erst als Raoul bemerkte, dass auch Eowyn nicht noch da war, wurde er von dem kleinen Prinzen auf seinem Schoß abgelenkt. »Wo ist Eowyn? Der müsste doch auch schon längst hier sein, oder nicht?« Sofort sorgte er sich um den Kleinen, und das löste bei Shin erneut Eifersucht aus. Leise knurrend widmete er sich nur der Katze auf seinem Schoß, die leise maunzend zu ihm hochsah und sich offensichtlich Sorgen um ihn machte. Scheinbar hatte das Tierchen schon sehr empathische Fähigkeiten, und erstaunt blinzelte Shin, als er merkte, dass die Katze blaue Augen hatte und keine roten mehr. Eigentlich hätte er Raoul natürlich sofort davon erzählt, aber das verschob er dann doch lieber, denn seine Eifersucht kochte in ihm. Die beiden hatten miteinander Sex gehabt. Warum war Raoul dann immer noch so nett zu ihm und flirtete mit ihm, wenn er eigentlich Eowyn wollte? Das wollte nicht in den Kopf des jungen Prinzens, der total damit überfordert war und seine Gefühle nicht so richtig im Griff hatte. Seufzend drückte er das kleine Tierchen an sich und Alice maunzte ein wenig. Es war, als spürte sie, wie traurig und einsam sich der Prinz fühlte, an den sie sich herankuschelte. Raoul seufzte leise und wollte schon aufstehen, um Eowyn zu holen, doch Kirian winkte ab und schüttelte den Kopf. »Nein, bleib ruhig sitzen und kümmere dich um Shin. Ich habe Suran losgeschickt, damit er Eowyn holen kann«, erklärte er lächelnd und Raoul entspannte sich tatsächlich ein wenig. Es passte ihm zwar nicht richtig, dass gerade Suran unterwegs war, um Eowyn zu holen, denn dessen Blicke auf den jungen Schwertkämpfer waren natürlich schwer zu übersehen. Irgendwie mochte er Shin, aber Eowyn war ihm auch wichtig und das verwirrte Raoul immer mehr. Wieso konnte er sich denn zwischen den beiden jungen Männern nicht entscheiden? Die zwei waren so unterschiedlich und trotzdem hatte jeder der beiden etwas an sich, was ihn faszinierte. Am liebsten wäre Raoul einfach gegangen, um sich jemanden zu suchen, der die beiden übertraf und für den er vielleicht einzig und allein etwas empfand. Aber das ging nicht. Und darum drückte er den jungen Prinzen an sich, der auf seinem Schoß saß und vollkommen in einer anderen Welt versunken war.
Auch Eowyn war vollkommen hin und weg und er wusste nicht, weswegen er sich mehr freuen sollte. Auf der einen Seite war da diese unglaublich coole Badewanne, in der er nun schon die ganze Zeit übersteckte. Oder ob es Surin war, der wie versteinert in der Tür stand und ihn anstarrte. Gut, eigentlich war es verdammt peinlich, nackt in einer Badewanne zu liegen, aber da war genug Schaum und außerdem fühlte er sich gerade so glücklich und entspannt, dass jeder dort in der Tür hätte stehen können und er hätte sich vermutlich auch noch darüber gefreut. Surin dagegen konnte nicht glauben, was er da sah. Im ersten Moment hatte er gedacht, dass jemand Eowyn abgeschlachtet hatte, während er in der Badewanne lag. Das war aber auch kein Wunder, denn das Wasser war blutrot gefärbt und Eowyn sah aus, als wenn er in reinem Blut badete. Offenbar fand er das aber total toll, denn seine Augen strahlten und wenn Surin zurückdachte, dann hatte er den Jungen noch nie so glücklich gesehen. Dennoch musste er ja jetzt irgendwas machen. Und entsetzt über sich, schnappte er sich den Jungen und wickelte ihn in eines der weißen Handtücher. Jetzt musste er Eowyn aus der Wanne herausreißen. Dieses Bild vor ihm war grausam. Eowyn wusste gar nicht, was los war und stolperte ein wenig. Eigentlich wollte er doch noch im Wasser bleiben. Was ist denn los? Ich will noch nicht aufstehen. Das Wasser ist noch ganz warm und ich bin noch gar nicht sauber. Ich muss mich weiter waschen. Komm schon, ich will wieder ins Wasser. Lass mich los. Keifte er zum Schluss hin immer mehr und erinnerte Surin damit an seine kleine Schwester, der mir die Puppe wegnahm. Schnaubend musterte er Eowyn. Hast du dich eigentlich schon mal angesehen? Du zitterst am ganzen Körper, das Wasser ist mittlerweile eiskalt. Du holst dir den Tod. Von den Wunden auf der weißen Haut wollte er gar nicht anfangen, denn Eowyn war an den Armen, den Beinen, ach, eigentlich am ganzen Körper mit Schürfwunden übersät. Und aus denen sickerte verdünntes Blut. Doch Eowyn schien das nicht zu stören. Er zuckte mit den Schultern und kratzte ein wenig an seinem Arm herum, als wenn er dort noch immer Dreck hatte. Aber siehst du denn nicht, dass ich noch immer dreckig bin? So kannst du mich doch nicht rumlaufen lassen. Das ist unverantwortlich. Lass mich gefälligst wieder ins Wasser. Nur weil das ein bisschen kalt ist, man muss sich doch nicht so anstellen. Er war wütend und wollte aus dem Handtuch wieder raus, aber Surin hatte keinerlei Ambitionen, ihn wirklich wieder gehen zu lassen. Unsicher sah er zu dem Schwertkämpfer, der ihm mittlerweile das dritte Handtuch um den Körper wickelte und ihn wütend ansah. Hast du dich mal angesehen? Die ganzen Handtücher sind voller Blut und du kratzt immer noch an deinen Armen herum. Kannst du das bitte endlich mal lassen? Am liebsten hätte er dem Kerl die Hände verbunden, damit er sich nicht immer noch kratzte. Eowyn verstand überhaupt nicht, was los war und er sah verständnislos, aber auch ängstlich zu Surin. Warum war der denn so wütend auf ihn? Hatte er irgendwas getan, was ihn so sauer machte? Bedrückt senkte Eowyn seinen Blick und er krallte sich in das weiße Handtuch. »Habe ich irgendwas falsch gemacht?« flüsterte er leise und erinnerte sich nur zu gut daran, wie ihn früher schon alle komisch angeguckt hatten. Irgendwie hatte Eowyn immer das Gefühl, als würde er alles falsch machen. Surin musterte ihn und seufzte leise auf, ehe er den Kopf schüttelte und über seine Wange streichelte. »Nein, du hast nichts falsch gemacht, mein Kleiner. Ich mache mir nur Sorgen um dich, weil du dir selbst wehtust. Guck doch mal.« Er hielt ihm die Wunde unter die Augen und von sich selbst angeekelt drückte Eowyn den Arm wieder aus seinem Blickfeld. Er wollte das nicht sehen, weil er doch dreckig war, wenn er blutete. Obwohl nichts so rein war wie sein eigenes Blut. Ein Lächeln huschte über die dünnen Lippen von Eowyn und er fuhr sich durch die Haare. Dabei sah er zu Surin. »Aber das ist ja nicht schlimm«, flüsterte er leise. »Ich meine, mein Blut ist das Reinste, was es auf der Welt gibt. Es gibt nichts, was rein und so ohne Bakterien ist wie mein eigenes Blut.« Natürlich wusste Eowyn, wie bescheuert und verrückt seine Worte klangen. Aber dass Surin dann schmunzelte, hatte er nicht erwartet. »Nein, dein Blut ist nicht rein und das solltest du auch wissen, Eowyn«, wisperte er leise und streichelte über seine Wange. »Komm, ich verbinde dich jetzt erstmal, damit die Wunden nicht weiter bluten. Du wirst uns immer schwächer und das macht mir Sorgen. Ich weiß nicht, worüber die anderen mit uns reden wollen, aber wir müssen zu diesem Treffen. Und dann werden wir herausfinden, was da überhaupt los ist. Und da solltest du schon bei vollen Kräften sein.« Auf den jungen Reinigungsfetischisten wirkte die Stimme richtig beruhigend und nur darum ließ er sich von Surin verbinden, ohne um sich zu schlagen. In der Nähe des Schwertkämpfers fühlte er sich wohl und beschützt, was ein Gefühl war, was er bisher in seinem Leben schmerzlich hatte vermissen müssen. Auch Daryl saß in dem Zimmer von Yuki, die nervös immer wieder zur Tür lief und darauf achtete, ob sie unter Beobachtung standen.
Scheinbar interessierte man sich überhaupt nicht für die jungen Leute, und das ließ sie aufatmen. Als kurz darauf auch Suhan und Eowyn wiederkamen, sah sie zu ihrem jungen Gast, der dicht neben Daryl saß und immer wieder zur Tür sah. Auch der junge Journalist hatte sich in den Raum bemüht, obwohl Daryl wirklich alles versucht hatte, um ihn loszuwerden. Worum es auch immer ging, es ging einen Typen wie ihn überhaupt nichts an. Vermutlich sollte er es besser gar nicht mitbekommen. Also dann, Jin. Ich finde, es wird Zeit, dass du uns mal erzählst, was da überhaupt los ist, flüsterte Yuki leise. Blinzelnd sah Daryl den Jungen neben sich an und er raufte sich die Haare. Warum mussten denn alle einen so verdammt ähnlichen Namen haben wie dieser Reporter? Jin war ebenfalls im ersten Moment erstaunt, zuckte dann aber mit den Schultern. Dass er sowas wie einen Allerweltsnamen hatte, kannte er mittlerweile. Es hieß jeder zweite Idiot. Jin, Jin, Shin oder sonst wie. Und er war einer davon. Dass da sowas wie eine tiefere Bedeutung hintersteckte, konnte er sich nicht vorstellen. Dem war sehr wahrscheinlich auch nicht so. Und schweigend sah er den Minenarbeiter an, der noch immer total mit Ruß verschmiert war und immer wieder unruhig im Raum herumsah. So sah nur jemand aus, der entweder eine Menge auf dem Kerbholz hatte oder verzweifelt war. Jin hatte gelernt, in den Menschen zu lesen und in ihren Gesichtern zu erkennen, was sie den anderen nicht zeigen wollten. Auch in der kleinen Gruppe hatte er immer wieder gesehen, wie sie sich die Blicke zuwarfen, die stumme Befehle waren, ruhig zu sein und über irgendwas zu schweigen. Nur wusste Jin nicht, worüber sie schwiegen, und auch wenn er am liebsten einfach gefragt hätte, hielt er sich so gut wie möglich zurück. Schließlich wollte er niemandem zu nahe treten, auch wenn er sonst eher unsensibel mit Menschen umging. Aber in dieser Gruppe fühlte er sich wohl und er wollte länger bleiben. Vermutlich hielt er sich darum so ruhig und entschieden, holte er Luft, ehe er zu Jin sah, der endlich beschlossen hatte, über alles zu reden. Also wie soll ich sagen? Wir befinden uns im Grunde auf einem Tunnelsystem. Aber das ist nicht mehr sicher. Die Stadtabschnitte sind vollkommen und unterlöchert. Niemand hat wirklich darauf geachtet, dass es auch sicher gebaut wird. Darum sind die Tunnel kurz davor einzustürzen. Es werden so viele Menschen sterben, wenn wir nicht irgendwas machen. Die Prinzen wollen mir aber überhaupt nicht zuhören und sagen immer wieder, dass sie wichtigere Dinge zu klären hätten, als sich um das Wohl ihrer Untertanen zu kümmern. Die sind doch einfach nur darauf aus, so schnell wie möglich ihren Vater um die Ecke zu bringen, damit sie den Thron besteigen können. Aber wenn es so weitergeht, haben sie kein Königreich mehr, das sie regieren können. Dann wird hier alles zusammengebrochen sein. Selbstverständlich hätte davon ausgegangen werden können, dass Jin einfach maßlos übertrieb und dass alles gar nicht so schlimm war, wie man behauptete. Nachdem der junge Bergarbeiter aber vom Tod seines Bruders erzählte, war ihm klar, dass es so war, wie er es sagte. Daryl fuhr sich durch die Haare und schloss die Augen. Aber was sollen wir machen? Was können wir tun, damit hier nicht bald alles zusammenbricht? Wir können doch die Bergwerke nicht einfach zuschütten. Außerdem, wie kann man denn so dumm sein, sein eigenes Königreich zu unterbauen? Dass es da Ärger geben würde, musste doch von vornherein klar gewesen sein. Wer auch immer das gebaut und veranlasst hatte, war doch total verrückt. Jin sah ihn an und fuhr sich über die dreckigen Wangen. Ich weiß nicht, wer das damals unterschrieben hat, aber das hat erst angefangen, seit die Prinzen hier das Sagen haben. Der König ist schon lange krank und es wird nicht besser. Im Gegenteil, man hat ihn schon seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Ich mache mir schreckliche Sorgen um ihn. Er hat das Königreich immer gütig und mit klarem Kopf geführt. Aber seit seine Söhne das Sagen haben, geht es immer nur um Profit. Und hörte deutlich, wie frustriert der junge Mann war. Und seufzend für sich fuhr sich Daryl mit der Zunge über die Lippen und er schluckte. Also müssen wir überlegen, wie wir an den König rankommen, was? Wir müssen gucken, was mit ihm los ist und warum er sowas unterschreibt. Zustimmend nickte Shin. Das stimmt. Auch wenn seine Söhne die Führung übernommen haben und die Entscheidungen fällen, bin ich mir sicher, dass er unterschreiben muss. So war das bei uns auch. Meine Mutter musste immer alles unterschreiben. Das wird auch immer so bleiben, solange der oder die Königin am Leben ist. Also muss der König die Genehmigung unterschrieben haben. Jin nickte und seufzte schwer. Und genau das verstehe ich einfach nicht.